Hallihallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Runde For Story. Ja, das letzte Mal waren wir ja im Feuerlabyrinth. Und ja, ach, keine Ahnung, ich weiß jetzt gar nicht, war ein blöder Anfang. Na, auf jeden Fall, wir haben hier einmal etwas Post bekommen. Zwischenhandel hat nicht stattgefunden. Ja, ist leider meistens so. Und ich glaube auch, wir haben ganz schön viel, dass mein Inventory wieder voll ist. Aber auf jeden Fall habt ihr sicher festgestellt, die letzte Woche habe ich nicht aufgenommen. Und auf jeden Fall für die... Puch, nein, 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 nein. Die will ich... Ah ja. Das Geld will ich nehmen. Ja, warum habe ich nicht aufgenommen? Also, habe ich ja ganz am Anfang dieses Jahres gesagt, wo es sozusagen wieder den Neustart gab, dass ich einfach so nach Lust und Laune komplett ungezwungen aufnehmen möchte. Und letzte Woche hatte ich einfach sozusagen keine Lust oder war mir die Zeit nicht. Wie auch immer, auf jeden Fall war es für mich wieder so, ach nee, nicht. Ach, irgendwie doch nicht so. Aber heute Sonntag habe ich mal wieder Lust. Hier war, das hatte ich glaube ich letztes Mal schon vorgelesen, also können wir so mehr oder weniger getrost abhaken. Ach, so viel hatte ich das beim letzten Mal schon alles verkauft gehabt? Wow. Na, dann können wir uns mal wieder... in die Schlacht stürzen. So, dann machen wir hier auf jeden Fall. Moloch muss sterben. Das werden wir auf jeden Fall diesmal machen. Und, was auf jeden Fall stimmt... Also, was ihr mir jetzt fange ich schon wieder an. Was ihr mir auf jeden Fall als Kommentar runtergeschrieben habt und was auf jeden Fall auch zutrifft, dass ich ja eigentlich gar nicht alle Mobs erledigen muss, sondern einfach durchrennen kann und es dadurch auf jeden Fall auch viel schneller wird. Und da habt ihr, denke ich mal, mehr oder da habt ihr eigentlich recht. Und deswegen werde ich das jetzt einfach mal probieren. Und ich meine, mal gucken, ob mir das gelingt, hier so einfach durchzuraschen. Die werden mich natürlich versuchen, von meinem Gefährt zu stoßen. Mal gucken, ich weiß gar nicht, wie weit die Range von denen ist. Und vielleicht hätte ich mich vorher auch buffen sollen. Beziehungsweise ich werde einfach zwischendurch dann... da lang muss ich, ne? Genau. Ich glaube, ich werde dann zwischendurch dann einfach auch einmal kurz... Oh! Ja. Aber die sollten mich ja langsam, aber sicher auch mal in Ruhe lassen. Naja, die schaffen es irgendwie immer wieder, mich vom Gefährt zu stoßen. Und vor allem war hier gerade wieder so ein Mini-Ruckler. Vor allem, ich sehe gerade, er nimmt mit 60 Frames auf. Die Aufzeichnung ist gerade aber nur mit läppischen 20. Ups, was ist denn da los? Oh, ich glaube, ich kratze gleich ab. Ja! Also irgendwie ist das keine gerade so gute Idee. Irgendwie, ich weiß nicht. Na gut, ich hätte mich vielleicht vorher buffen sollen und noch irgendwelche Tränke und so zu mir nehmen. Das war vielleicht so auch mein Fehler, dass ich mehr Verteidigung und so weiter habe. Uppala. Das war jetzt doch eher ein
Fehl, mal gucken. Vielleicht habe ich noch. Ich habe doch, glaube ich, noch irgendwo den Rüstungstrank, ne? Genau, Zauberschutztrank. Für 2 Minuten. Sehr nice, genau. Den machen wir jetzt mal. Geschwindigkeitstrank. So, dann probieren wir. Ich meine, ich habe jetzt immer noch Blackface. Aber ich probiere es jetzt einfach mal. Mal schauen, wie. Mal schauen, wie es klappt. Und ich meine, die müssen doch irgendwann auch mal von mir ablassen. Beziehungsweise so verwirrt. Na, das klappt ganz gut. Immer verwirren und dann immer, und dann halt immer. Na, kommt ran. So. Ha. Ausgetrickst. Ich glaube, ich bin weiter als vorhin. Na, kommt schon, Mann. So. Der müsste doch jetzt auch mal eingefroren sein. Der dämliche Typ da, der mir da hinterher geflattert ist. So. Ah, das sieht doch jetzt diesmal wesentlich besser aus als beim letzten Mal. Also, als ich das erste Mal hier lang bin. Na, kommt ran und einfrieren. Na, ein paar, die wollen mich gerade immer noch abschlachten. Das finde ich auch gerade überhaupt nicht so gut. Mäh. Mäh, 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 mäh. Sagt mal, was mich mal interessieren würde, was haltet ihr eigentlich von meinem Kino-Check-Format? Also ich kann euch so viel sagen, da ist geplant eigentlich, dass ich mir demnächst mal wahrscheinlich erst im April, weil ich da Geburtstag habe, weil anders, oh, ich bin fast da, anders reicht halt das Geld vorher nicht, dass ich mir einen Greenscreen anschaffe. Ist so geplant und damit kann ich mich dann auch halt transparent in die Videos einfügen. Also ich denke mal schon, dass das doch so ein bisschen die ganze Atmosphäre und das da alles kaputt macht. Und da habe ich mir überlegt, dass das doch eigentlich eine ganz gute Sache wäre. Nein, verdammt! Was ist da los? Ich glaube, ich bin doch. Na, ich schätze mal durch mein Blackface. Opala. Das war jetzt nicht so da gerade die Glanzleistung. Ich glaube, das lassen wir mal lieber noch, bis ich mich da wieder erholt habe. Und da geht man die erstmal wieder auf. Event Quest. Was haben wir denn hier? Kirschbonus. Ach nee, irgendwie Events habe ich gerade nicht so Lust, aber guck mal, haben wir ja irgendwelche Relikte? Relikte des weichen Atems. Komm, dann machen wir mal die hier. Los, bapp, los, hol dir die. Da haben wir ja schon zwei von den Dingern. Und da reiten wir jetzt. Huch, wir heißen noch nicht Tortilla, wir reiten nur zu Tortilla. Leute haben mich gefragt, ob ich nicht mal die Namen und so weiter einblenden kann. Oh, entschuldigt mal, irgendwie macht meine Nase gerade nicht so mit, wie ich das gedacht habe. Wartet mal bitte.
So, da bin ich wieder. Also, Manu. Oh, und ich muss demnächst, was ich auch mal noch machen muss, mir eine zweite, ich habe ja eine zweite Festplatte, ich bin bloß noch nicht dazu gekommen, mir die einzubauen, dass ich eben nicht auf der gleichen Platte aufnehme, auf der ich auch zocke, weil das ist natürlich performance-technisch nicht ganz so die Glanzleistung, weil der einmal von der Platte laden muss und einmal von der Platte schreiben muss. Und deswegen ist es da, denke ich mal, klüger, das auf unterschiedlichen Platten zu machen. Beziehungsweise, ich werde mal gucken. Es habe ich jetzt bei Heise gelesen, dass es eine PCI Express SSD geben wird. Das wäre natürlich cool. PCI Express, also PC, über PCI Express sind Grafikkarten angebunden. Und da werde ich dann mir und da werde ich dann halt ach, was will ich sagen heute? Heute ist irgendwie der Wurm drin im Sagen, im Sprechen. Na, auf jeden Fall, da werde ich mir dann halt die SSD holen, die Systempartition, Programme und so weiter auf die SSD hängen. Das ist so eigentlich der Plan, was ich auch ziemlich cool fände, das so zu machen. Da kann er nämlich schön das alles von der SSD lesen und da habe ich vielleicht noch mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit drin und schreiben tut es dann auf die normale Platte. Also mir hat zwar mal jemand gesagt, dass es absolut heutzutage bei genügend Money also eigentlich mehr oder weniger egal ist. Und Schreibzyklen, aber ich glaube das einfach nicht, weil ich meine, der mir das gesagt hat, der war auch ein bisschen sehr, sehr selbst überheblich, sehr, selbst eingenommen und selbstverliebt. Also das war, ich fand, das war ein Arschloch. Muss ich so sagen. Falls ihr mal mit einem Herrn, wie hieß der, Tiffy,